Noch 12 Tage bis zu den Landtagswahlen. Wir stellen euch einige Kandidaten vor, die schon im März in der neuen Landesregierung sitzen könnten. Beginnen wir mit dem amtierenden Ministerpräsidenten. Und den sollten die Stuttgarter ja kennen, oder? Das ist, ich habe immer Probleme mit Namen. Das ist doch unser, Bundespräsident? Nein. Wir haben heute über ihn geredet. Kretschmann, oder? Da geben wir doch gleich ein bisschen Nachhilfe. Winfried Kretschmann wurde am 17. Mai 1948 in Speichingen auf der Schwäbischen Alb geboren. Ist heute also satte 67 Jahre alt. Bevor er in die Politik ging, war er Gymnasiallehrer. Seit 2011 ist er der erste Ministerpräsident der Partei Bündnis 90 Die Grünen. Für die Landtagswahl möchte Kretschmann vor allem bei den Themen Bildung und Ökologie bei den Wählern punkten. Stellvertretend für den baden-württembergischen Landesvater amtiert seit dieser Amtsperiode Nils Schmidt von der SPD. Auch er tritt in diesem Jahr erneut zu den Wahlen an. Ich bin ein SPD-Politiker, wenn mich nicht alles täuscht. Richtig. SPD-Politiker Nils, Dr. Nils, oder Nachname fällt mir gerade nicht ein. Nils Schmidt von der SPD, sagt dir das was? Noch nie gehört. Nils Schmidt wurde am 11. Juli 1973 in Trier geboren, ist heute also 42 Jahre alt. In Tübingen hat er Jura studiert und später auch promoviert. Aktuell ist er Landesminister für Finanzen und Wirtschaft. In seinem Wahlprogramm kommt hauptsächlich die Wirtschaft zum Zug, aber auch Familien und Bildung sind ihm wichtig. Ein weiterer Spitzenkandidat ist Guido Wolf, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg. Auf der Straße erkennen ihn nur wenige. Ja, irgendein Politiker, oder? Den habe ich, nein, noch nicht so gesehen. Zu welcher Partei könnte er denn gehören? Das ist eine gute Frage. Vielleicht CDU? Ja! Geboren ist der Christdemokrat am 28. September 1961 in Weingarten bei Ravensburg. Guido Wolf ist 54 Jahre alt. In Konstanz hat er Rechtswissenschaften studiert. Eine bessere Infrastruktur, konsequente Abschiebungen und schnelles Internet stehen unter anderem auf seinem Wahlprogramm für die Landtagswahl. Proportional zu den Sitzen der Parteien im Landtag nimmt auch die Bekanntheit der Kandidaten ab. Die Befragten auf der Königstraße konnten keinen von ihnen benennen. Trotzdem wollen wir euch einige von ihnen nicht vorenthalten. Hans-Ulrich Rühlke ist Spitzenkandidat der FDP-Fraktion. Er wurde am 3. Oktober 1961 in Tuttlingen geboren und ist heute 54 Jahre alt. Studiert hat er Germanistik, Politik, Geschichte und Soziologie in Konstanz und arbeitete danach als Lehrer. Heute ist Rühlke Fraktionsvorsitzender der FDP im baden-württembergischen Landtag. Bernd Rixinger ist Spitzenkandidat der Partei Die Linke. Er ist heute 60 Jahre alt und wurde am 30. Oktober 1955 in Leonberg geboren. Vor seiner Karriere als Politiker arbeitete er als Bankkaufmann und als Gewerkschaftssekretär. Seit 2012 ist er Bundesvorsitzender der Partei Die Linke. Der Spitzenkandidat der Alternative für Deutschland ist Jörg Meuthen. Er wurde am 29. Juni 1961 in Essen geboren und ist heute 54 Jahre alt. Meuthen studierte Volkswirtschaftslehre und arbeitete später am Seminar für Finanzwissenschaft in Köln. Und das waren nur einige der Bewerber für die diesjährigen Landtagswahlen. Hoffentlich konnten wir den Kandidatendschungel für euch etwas lüften. Wer sich noch intensiver mit den verschiedenen Parteien auseinandersetzen möchte, der kann zum Beispiel den Wahlomat nutzen. Anhand eurer Ansichten und Interessen spuckt euch die Internetseite Parteien aus, die sich für eure Themen einsetzen.